Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Stefanie von Steffs Kreativatelier und ihr seht hier schon ein Bett mit Material, womit ich heute arbeite. Angefangen hat es, dass ich diesen Umschlag mit diesen ganzen Blättern hier noch habe. Oh, hoppala, da fällt was. Jetzt hat es gewackelt bei euch, gell? Nochmal. Also, es hat angefangen mit diesem Umschlag, wo verschiedene Blätter von diesem wunderbaren Set, bestickte Blätter noch drin sind. Ein paar hatte ich schon so auf Vellum gezogen, um damit eigentlich diese Kreise zu füllen. Aber das ist so eine friemelige Angelegenheit. Und ich bin nicht die geduldigste, wie ihr jetzt wisst. So dass ich da alles hier reingeschmissen habe. Es sind zum Glück nur drei so fertige. Und da wir noch September haben, oh ja, da steckt schon was dran, habe ich mir gedacht, die Dinger müssen jetzt auch mal verarbeitet werden, weil demnächst geht es halt in die Weihnachtsbastelei los. Beziehungsweise gestern habe ich schon angefangen. Ich habe gestern diverse Adventskalender gemacht. Und da nehme ich euch aber ein andermal auch nochmal mit und zeige euch, was ich da gemacht habe. Also nichts Spektakuläres. Ich habe Rohlinge fertig gestaltet. So, mit diesen Blättern auf jeden Fall, heute geht es hier rum, möchte ich die Deko machen. Die packe ich jetzt hier erstmal rein, sonst fliegen die weiter rum. Ich möchte mit dieser Mini-Paper-Pumpkin-Schachtel arbeiten. Wie viel sind denn da drin? Da sind 10 Stück drin. Da nehme ich mir jetzt mal eine raus. Ist das eine? Ja. Die können wir gleich wieder auf die Seite legen. So, hier drin ist die lebensmittelecht bestückt, wollte ich gerade schon sagen, versehen, sodass ihr damit auch Kekse oder sowas reinmachen könnt. Gut, in der heutigen Zeit, denke ich mal, wird alles eh irgendwie wieder eingepackt, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber rein theoretisch macht es nichts, wenn da Lebensmittel mit in Berührung kommen. So, diese Nupsis da müsst ihr rausmachen. Alles einmal nachfalten. Ich verarbeite die jetzt auch gerade zum allerersten Mal. So. Und zusammenbauen natürlich. Haha. So. Die hoch, die darüber. Und da reinstecken. So. Dann haben wir hier eine Paper Pumpkin Box fertig. Ich sage euch kurz die Maße. Sie ist, ich lasse den Rand jetzt weg, damit ihr die Innenmaße habt. 14,2 ist das Innenmaß und dann auf 9,5. Also da geht auch ein bisschen was rein. Hoch ist sie. 2,5 cm. So, jetzt gucke ich gerade mal. Was habe ich hier rumfliegen? Ich habe doch sonst hier immer was rumfliegen. Ich habe hier eine Seife, eine Handcreme. Jetzt gucken wir mal. Die Seife passt da auf jeden Fall rein. Die Handcreme würde auch noch mit reinpassen, wenn sie etwas schräg liegt. Dann noch ein paar Süßigkeiten. Also Seife kann man im Moment gut gebrauchen, Handcreme sowieso, finde ich. Ihr könnt aber auch Tee reinmachen, einen Badezusatz oder nur Süßigkeiten, was selbstgemacht ist. Egal. So. Dann wollte ich dieses Designerpapier, weil das mag ich wirklich sehr, dieses hier verwenden. Dieser Streifen wird mir aber zu schmal. Gucken, ob ich dann überhaupt bei dem Papier bleibe. Ist ein etwas breiterer, aber so breit ist der auch wieder nicht. Nehmen wir. Jetzt gucke ich aber mal. Ach, ein bisschen breiter kann der schon sein. Was hatte ich gesagt? Ist das Maß innen 14,2? Wenn ich auf 11 cm gehe, dann guckt nur ein Rest raus. Dann schneide ich mir das doch mal mit dem Papierschneider
11 cm in der Breite. So. Und ich bin kein Freund davon, Verpackungen vorher schon zu falzen. Ich lege das ganz gerne einfach rum. Dafür lege ich mir das hier hin. Drücke mir das dann hier so ein bisschen an. So, und jetzt gehe ich und falze mir das so, dass hier das schön gerade an der Seite liegt. Da auch, da ist die nächste Falz angedeutet. So, und jetzt hier drüben nochmal. Braucht man nichts lange ausmessen. Ich finde, das geht auch ruckizucki so. Also so rumlegen. Ja, ihr könntet das kürzen, aber mit so einem kleinen Streifen würde ich jetzt nichts mehr anfangen. Macht es so, dass es wieder rumgeht. Das heißt, ich gebe jetzt hier einen Klebestreifen. Wo ist mein Klebeband? Hier und sagt nichts. Gebe jetzt ein Streifen Abreißklebeband auf die Seite und eins hier oben hin. So. Schutzfolien abziehen. So übereinander legen, dass es rechts und links schön bündig ist und andrücken. Fertig. Und so geht das noch wieder ab. So, ich habe jetzt ein bisschen Luft gelassen, damit man das hier halt auch über diese leichten Kanten ganz gut rüberschieben kann. Das müsst ihr gucken, wie es euch gefällt. So, damit haben wir das. Dann brauchen wir die Blätter. Man das Blatt kaum, ne? So, und ein so ein Blatt da segelt da runter vielleicht. Na, die sind alle noch nicht gebogen. Das machen wir mal eben. Das ist hier runter gesegelt vielleicht. Das ist schon leicht vorgebogen. So. Könnte man so aufkleben. Mag ja dieses Granit und Flüsterweiße gerne. Da müsste noch irgendwie ein Spruch hin und das Blatt weiß ich nicht, ob das so kommt. So, mal schauen, was ich hier noch in meinen ganzen Kisten habe. Huch, da fliegen schon die ersten Blumen. Genau, das wusste ich doch, dass ich noch ein solches Ding hier habe. Das könnte man ja gut da drauf machen. Und das Blatt quasi damit fix machen. Ja, so mache ich das. Und da bin ich aber noch nicht sicher. Ich glaube, dass ich da ein bisschen Leinenfaden benutzen werde. Den lege ich mir da schon mal hin. Was wollte ich jetzt? Dimensions. Da gibt es einen Klecks Kleber drauf. Oh, da kommt zwei Dimensionals drauf. Eins, zwei.
muss ja nicht immer alles ewig dauern, ne? Man kann es ja auch einfach machen. Hoppala. So. Ein bisschen Leinenfaden. Kopf über da wieder rein. Jetzt ist die Frage, hält das so, wie ich mir das vorstelle? Oder sollte ich die Blätter vorher fixieren? Ich fixiere sie, also doch Kleber. Moment. Einmal. Jetzt aber. Leinenfaden. Aha. Da. Oh, wer hat mich gestern das mit dem Weihnachtsbasteln dann schon echt? Das Wetter war nicht so besonders. Da fixt einen das ja dann schon an, ne? Mit Weihnachten, wenn das Wetter passt. Bei gutem Wetter kann ich keine Weihnachtssachen basteln und schon gar nicht so früh dann. Ich reg mich immer über die Leute ab, die schon Lebkuchen kaufen, aber das machen relativ viele. Und wenn es nach meinem Sohn gehen würde, der ist ja mal keine Schleife, das ist eine Zumutung, dann würde der auch sofort den ersten Lebkuchen haben wollen. Aber den kaufe ich nicht. Ich sage ihm dann immer, nix, erst Weihnachten. Jetzt hat er das große Glück, dass er im Oktober Geburtstag hat. Und dann kriegt er ab und zu mal als Geburtstagsgeschenk schon auch Lebkuchen. Und dann muss er halt doch wieder warten. Gemein, gell? So, das ist jetzt ein Gefrieme. Ich habe gerade keine. Nochmal. Große Schlaufe, vielleicht einfach große Schlaufe übereinander legen, Schlaufe dadurch und ziehen. Heute wollen die Schleifen nicht, wie ich es will. Ich sage, ich bin auch kein Schleifenfreund eigentlich. Aber manchmal bieten sich Schleifen an, um noch ein kleines bisschen etwas zu verschönern. Das sieht schon mickrig aus, gell? Och, Leute, so lasse ich's. Fertig. Kleber. Und ab dafür ein bisschen höher. Dieses komische Ding wird noch abgeschnitten. So. Ein bisschen Blattstiel bleibt, aber der Rest wird abgeschnitten. So. Die Bänder lasse ich da auch dran. Ich finde das ganz nett, wenn die da so drüber hängen. So, fertig ist eine kleine Verpackung, in die dann doch noch einiges reingeht. Wenn ihr Interesse an den Produkten habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox. Dann bestelle ich euch die Sachen gerne mit. Und wenn ihr einen Katalog haben möchtet, dann ebenfalls einfach eine E-Mail schreiben und ich schicke ihn euch zu. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und habt noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.